Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 0 für Leverkusen gegen Augsburg. Endstand 0:0. Ich begrüße unsere Zuschauer in den VIP-Bereichen des Stadions und natürlich Sie hier im Mediencenter der Bayer Arena. Herzlich willkommen und natürlich herzlich willkommen den beiden Cheftrainern Manuel Baum und Heiko Herrlich. Ich darf wie immer zunächst den Gästetrainer um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, auch zunächst mal Hallo von meiner Seite. Wir sind natürlich glücklich, dass wir einen Punkt heute hier aus Leverkusen mit nach Augsburg nehmen dürfen. Wir haben im Vorfeld gewusst, was da für eine Qualität auf uns zukommt. Und wenn man es dann nicht nur im Video sieht, sondern dann auch direkt live daneben steht, ist natürlich schon beeindruckend, wie die sich zwischen den Ketten bewegen, wie sie Räume erkennen. Aber meine Mannschaft, finde ich, hat heute sehr opferungsvoll gekämpft, hat richtig gut verteidigt, hat sie in jeden Zweikampf reingeworfen. Leider, sobald wir die Balleroberungen hatten, kam da nicht allzu viel raus, aber kämpferisch war das eine Top-Leistung von meiner Mannschaft. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr froh, dass wir einen Punkt hier mitnehmen durften. Herzlichen Dank, Heiko. Bitteschön. Ja, für uns fühlt sich das Unentschieden natürlich eher an wie eine Niederlage. Das ist ganz klar. Ich denke, wir haben weitestgehend dominiert und das Spiel im Griff gehabt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und die Tormöglichkeiten, die Torchancen waren da. Im letzten Drittel hat uns die Präzision gefehlt. Wir haben es geschafft, gegen Augsburg sowohl durch Kontersituationen Möglichkeiten uns zu erspielen oder auch gegen eine geordnete Abwehr. Ja, positiv muss man rausstreichen. Wir haben zu null gespielt und wir haben Augsburg, darf man nicht unterschätzen, die ganzen Angriffsmuster super verteidigt und so Augsburg überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Auch die ganzen langen Bälle, die sie dadurch dann spielen mussten, auch sehr gut verteidigen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen und eigentlich so gut wie gar nichts im Spiel zugelassen. Ärgerlich natürlich, dass das Tor dann nicht gegeben wurde von Julian Brandt. Gut, das ist halt so in Zeiten des Videobeweises, will ich auch überhaupt nicht anzweifeln. Tragisch ist es natürlich, der Linienrichter hat klare Sicht und der Torwart hat eigentlich auch klare Sicht auf den Ball und dadurch, dass er den berührt, ist es abseits, weil er hätte ihn sowieso nicht erreicht. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Haben Sie Fragen? Vom Land. Heiko, du hast die vielen Chancen angesprochen. Die größte hatte in meinen Augen zumindest Kevin Volland. Was hat er falsch gemacht oder wie hätte er laufen müssen, um erfolgreich abzuschließen? Soll ich es jetzt vormachen oder? Ich traue es dir zumindest zu. Ja, er ist natürlich durch und muss schauen, dass er den letzten Kontakt vor dem gewollten Abschluss ein bisschen sauberer sich vorlegt oder einen Tick vorher abschließt. Und er hat ihn ja eigentlich auf seinem starken linken Körper da davor stellt. Und dann kommt er nochmal zum Abschluss. Im Training macht er solche Bälle regelmäßig. Ich war trotzdem mit seiner Leistung einverstanden heute. Er hat die Chancen und die werden bestimmt wieder reingehen. Jungs, Lustig. Die Konkurrenten im Kampf um die Champions League haben gewonnen, Schalke, Leipzig. Ihr habt auch noch ein wahnsinns Restprogramm, auf der einen Seite auch noch alles selbst in der Hand. Wie bewertest du jetzt im Moment die Möglichkeiten? Ja, ich habe immer darauf hingewiesen, auch in den Phasen, wo wir auf dem zweiten Platz standen, wo der sechste und siebte Platz zum Teil ein, zwei Punkte von uns entfernt waren, dass alles ganz dicht ist und alles ganz eng und dass jeder jeden schlagen kann und man darf auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Heute sind es natürlich absolut zwei verlorene Punkte, bloß ich unterscheide immer zwischen Leistung und Ergebnis. Natürlich ist das Ergebnis das Wichtigste, aber die Leistung war im Vergleich zum Köln-Spielen wäre eine sehr gute Leistung. Es ist absolut ärgerlich, dass wir heute die Punkte liegen haben lassen, weil ich denke, die hätten wir mehr als verdient gehabt. Ja, es bleibt weiter spannend, es bleibt weiter schwierig, aber jeder kann jeden schlagen und wir werden auch nach Leipzig fahren und werden versuchen, da was mitzunehmen. Am liebsten drei Punkte. Thomas Schulz. Herrlich, Leipzig wird sicherlich ein ganz anderes Spiel, weil wir dann zwei Mannschaften auf Platz haben, die beide Fußball spielen wollen. Aber in den vergangenen vier Heimspielen haben sie hier acht Punkte liegen gelassen, dreimal kein Tor erzielt und die nächsten Heimgegner Frankfurt und Stuttgart, die werden das genauso machen wie Augsburg heute. Die werden auch nicht versuchen, hier groß mitzuspielen. Wie werden sie mit ihrer Mannschaft arbeiten, um da aus diesen Spielen dann die nötigen sechs Punkte zu holen? Ja, also erstmal muss ich Ihnen widersprechen. Also ich fand schon, dass Augsburg heute versucht hat, hier mitzuspielen und
auch versucht, hier die Kugel laufen zu lassen. Bloß wir haben es einfach sehr gut verteidigt. Und durch unsere Dominanz, durch unser schnelles Passspiel, haben sie sich irgendwann dann, nachdem wir auch die Pressing-Situation gut gelöst haben und Kevin Volland allein aufs Tor zugelaufen ist, haben sie sich dann hinten reingestellt. Ja. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die trotzdem versucht, ihre fußballerische Lösung hier heute zu finden. Ja, wir müssen einfach versuchen, vor dem gegnerischen Tor in den nächsten Spielen einfach konsequenter zu sein. Die Präzision, die ich gerade angemangelt habe, die müssen wir natürlich in diesen Spielen dann an den Tag legen und versuchen zu treffen. Bitte schön, Frau Kollegin. Würden Sie das Mikrofon bitte nutzen? Und einen Knopf müssten Sie noch drücken. Okay. Herr Baum, zum einen, wie geht's Daniel Bayer? Und zum anderen, reicht die Abwehrleistung für nächste Woche FC Bayern? Also Dani hat ja einen Ball ins Gesicht bekommen und hat dann nicht mehr gut sehen können. Und ja, ist ja verständlich, dass man dann rausnimmt. Er macht jetzt einen Freudeneindruck, weil wir jetzt einen Punkt hier mitgenommen haben. Ich glaube nicht, dass es was Schlimmeres ist. Und ich finde es immer schwierig, dass man Leistungen von einem Spiel mit dem nächsten dann irgendwie vergleicht. Man muss sich da jedes Mal neu darauf einstellen und das unterschiedlich bewerten. An einem Tag, das wissen wir alle, funktioniert das, am nächsten Tag vielleicht auch mal nicht. Also sonst wäre ja Fußball extrem einfach. Aber wir nehmen jetzt Positives mit aus Leverkusen, wissen aber, dass wir ein paar Situationen das nicht gut gemacht haben. Das wollen wir aufarbeiten und gegen Bayern dann schauen, dass wir eine gute Leistung wieder auf den Platz kriegen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das waren Ihre Fragen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Kommen Sie alle gut nach Hause und wir wünschen natürlich allen frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.